Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu, ja ich weiß das zwei, aber guckt mal, er hat Skins. Er hat eine schicke Scout, diese Death's Head, die ist echt richtig nice. Und er hat auch eine Bunsen Burner am Stiss. Ah, okay, das ist er bei City. Oh, aber die Torque, okay. Wir schauen mal, was er so macht. Ich habe ja bei der Train-Geschichte davon erzählt, dass ihr euch beschwert habt, dass ich gar nicht mehr die Geschlechter und die Altersklassen der Cheater nenne. Ihr wisst ja, ich habe da so eine kleine Gabe dafür. Deswegen werde ich es jetzt hier auch wieder durchziehen. Und es sieht eigentlich schon direkt nach einem Kerl aus. Das kann ich von hier sehen. Und ich glaube, er ist so 16. 16 oder 13, 15. 15. Also ein noch recht junger Mensch. Er darf eigentlich noch gar kein Counter-Strike spielen. Zu Recht würde der Bann also fallen. Aber es sieht aus wie ein Silberspiel hier. Es wirkt tatsächlich wie ein Silber-1-Spiel. Guckt euch das mal an. Also ein ganz junger Kerl auf Silber, der hier, keine Ahnung, mal Glück hat oder so, guckt euch dieses Crosshair Placement an. Das ist, Crosshair Placement ist gleich null, sozusagen, ne? Oh. Der letzte kommt da hinten gerade in Tunnels rein. Vielleicht kann er mit dem noch was Kleines machen. Wow, sogar im Laufen schießen, das ist ein Gauner. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein Silberspiel. Oder ich will jetzt nicht so tief stapeln, aber also zumindest ein Goldnova-Spiel. Aber dann doch eher niedriger. Mal gucken, da oben sitzt einer. Sehr gut, der war völlig verdient. Also auch durch die Smoke, man hat den Kopf ja lang genug sehen können. Ah, die Scout ist schon geil. Die ist schon geil. Das ist, was haben wir festgestellt? Das ist der Kopf von irgendeiner Schlange oder was? Oder die Haut? Der Death's Head? War doch irgendwas. Irgendeine ledrige Geschichte. Wäre natürlich bitter für ihn, wenn er dieses verlieren würde. Aber ich kann bis jetzt nicht sehen. Bis auf dieses Crosshair Placement sehe ich nichts. Er hat auch noch keinen Teamkill gemacht oder so. Ist einfach am Rumdödeln. Ganz gemütlich, so für sich. Ich hoffe, wo guckt denn der Mate hin? Guckt der echt B? Also er ist auf A, geht jetzt gleich planten. Es könnte. Oh Gott, hat er ihn nicht gesehen? Ich wollte gerade eben ganz kurz sagen, vielleicht hat er einen Wallhack, aber das ist ja wirklich, das war ja lächerlich. Er hätte ja schon vorher inhaben können, weil man ihn gesehen hat, also sein Köpfchen. Und er macht's nicht. Suspekt, was machst du? Er danced ein bisschen auf diesen Kisten rum. Das ist ein ganzer Caesar, der hat einen ganzen Caesar. Ne, ich glaube, also ich würde jetzt schon sagen, dass er nicht cheatet. Es ist einfach. Na gut, aber warum wurde dann reported? Was ist da los? Vielleicht fängt er gleich ultra an zu griefen und killt einfach seine Mates, weil sie ihm die Scout nicht kaufen, die irgendwie 1000 irgendwas kostet. Wenn er nicht genug Cash hat, wer weiß. Man weiß es nicht. Wir beobachten das Ganze mal. Einer spielt Negev hier drüben. Es kommen jetzt gleich ein paar von Alang. Hoffentlich irgendwann mal machen die was. Hallo? Boah, ich spiele aber auch echt, also es muss eine niedrigere Elo sein, das, ich weiß auch nicht, das ist ganz komisch hier. Jetzt kommen vier von lang. Oh, mal schauen, was er mit denen jetzt macht. Wow! Dieser eine Headshot war gerade eben aber echt merkwürdig, oder? Er zielt weiter unten so hin in die Masse rein und dann ist es so einmal zack hoch in den Kopf. Vielleicht spielt er deswegen mit der Scout, weil er das bei der Scout einfach selbst weiß, wenn er das machen würde, dann würde man das sehr stark erkennen, deswegen macht das hier einfach nicht. Und nur wenn es notwendig wird und er die Pistole zieht, dann. Achtung, wir haben jetzt gleich wieder die ähnliche Situation. Ich gehe dann auf Ultra Slow. Er geht weg, okay. Hä? Warum geht denn der jetzt weg? Will er auf Short gehen jetzt tatsächlich? Okay. Glaubt ihr, er hat jetzt sogar gerade eben noch ein bisschen durch die Wand geschaut? Nee, ne? Nee. Oh, unten war auch einer, den hat er gar nicht gesehen, alles klar. Nee, im Leben hat er irgendwie Wallhack. Ja klar, hier kann er. Ach, der hat eine AWP in der Hand. Oh mein Gott, hat er das gesehen? Oh, scheiße. Das ist ein 15-jähriger Silberboy. Guck mal, wo er hinguckt. Das sammelt Münzen auf dem Boden. Shit. Auf, ich will ja mal so einen krassen Headshot sehen. Also wenn er Headshots macht, das kann ja nur Luck sein, wenn er mal in den Kopf trifft. Außer vorhin, wo er 3 Stunden auf den Kopf schon mal aimen konnte und der Gegner sich nicht bewegt hat. War das gerade eben ein Ding, eine Pump? Wurde er gerade eben von der Pump gekillt? Nee. Oh Gott. Ach Gott, was mache ich denn jetzt hier? Wegen dem einen Verdacht kann ich es nicht machen. Nee. Nee, diese eine Stelle. Keine Ahnung. Scheiß drauf, das muss jetzt einfach so passen. Ich hoffe, er hat nicht gecheatet.
Mann, krass. Also, reported werden kann ja jeder, ne? Egal auf welcher Elo. Also, es kann Silber bis Globe sein. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, wie er gespielt hat. Ich weiß, es ist eine schwierige Sache, weil ja jeder ein anderes Einstiegsniveau hat. Ich zeige euch übrigens nochmal kurz die Waffe, die am Dienstag rausgeht. Falls schon Dienstag war, dann ist sie wahrscheinlich schon draußen im Livestream an die Subscriber. Wo war ich jetzt hängen geblieben? Bei Silber kann ich die Gründe verstehen, dass da viel reported wird. Weil klar, es sind einfach Silberspieler, ne? Da sind die Anforderungen ja meist eher sehr niedrig, weil ich es doch sehr schwer finde, bei Silber überhaupt einzusteigen. Also, wer schon mal Shooter gespielt hat, der würde ich einfach sagen, der steigt schon irgendwie im Silberbereich ein, wahrscheinlich. Vielleicht, aber nicht bei Silber 1 oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also, dann vielleicht bei, oder doch eher bei Goldnova sogar. Bei Silber müssen ja dann schon wirklich Leute drin sein, in dieser Elo, die wirklich nicht so gut sind. Also jetzt speziell Silber 1. Dafür muss man ja tatsächlich auch ein gewisses Nicht-Talent haben, um da unten zu landen. Oder halt, man hat Pech wie Sau die ganze Zeit. Klar, das würde auch irgendwie gehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und da ist es dann verständlicher, dass dann da auch eher mal vielleicht ein Report rüberkommt. Wenn dann doch mal jemand einen Headshot drückt, heißt dann direkt, ich habe 40 Spiele lang keinen Headshot gemacht, der hat mich gerade eben geheadshottet, vielleicht cheatet der. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.